Ich werde dieses Ding auch nicht in die Behausung reinfahren. Wir werden jetzt ganz vorsichtig. So. Das war es gerade so still, dass ich gerade Schiss bekommen habe. Wir werden jetzt ganz vorsichtig diese Baumstämme holen. Als wenn ich ein Neugeborenes anfassen würde. Komm her zu Papi. Was? So. Und. So, vorsichtig drehen. Vorsichtig nach oben. Über den Hügel. Kennt ihr das von den Habe ich gerade voll die Teletubbies erinnert. Um den Hügel herum. Die Teletubbies gehen um den Hügel herum. Um den Hügel herum. Und dann wirklich 5000 Mal dasselbe Wort gesagt. Um den Hügel herum. Oder ein riesengroßes Bild. Könnt ihr Po sehen? So vollkommen offensichtlich so am Ende des Hügels. Nein, ich kann Po nicht sehen. Po ist zu weit weg. So, weißt du was, mir so scheißegal. Ich baue jetzt hier einfach die Barrikade zu Ende. So. Damit ich mal ein Erfolgserlebnis habe. Außerdem ist die Tür jetzt fertig, das heißt, die Barbaren kommen hier nicht mehr rein. Das ergibt Sinn. So. C. Speichern. Ja, speichern. Dann, auf jeden Fall, wollte ich hier, habe ich hier ein Feuer hingebaut. Das wird auch wieder dahin kommen. So. Bitte. Huch, da ist ja schon eins. Ach nee, komm, da war schon ein. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Schade. Wo ist das Lied? Der ist jetzt da. Wir haben gespeichert. Ich könnte jetzt theoretisch den Speicherstand löschen. Also ich könnte jetzt wieder neu laden, dann wäre das Feuer weg. Aber da brauche ich halt ein zweites Feuer, das ist mir auch egal. Also wenn wir die Zeit dazu haben dann. So. Jetzt will ich aber endlich diese letzten Loks von da unten holen. Was mir jetzt fehlen würde, was jetzt fehlen würde zu meinem Glück, wären Barbaren, glaube ich. Covered in Blood, wash it to avoid infection. Machen wir gleich mal, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß nämlich auch nicht. Ich hätte, da musste dann. Obwohl, Antibiotika haben wir ja. Ich hätte, da musste dann Antibiotika schlucken, damit ich. War noch nie infiziert? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ich habe mich doch nicht schlau gemacht. Was passiert, wenn man infiziert ist? Vielleicht wird man dann zu einem Mutanten. Ich weiß es nicht. Vielleicht stirbt man einfach an einer Infektion. Ich kann es nicht sagen. Ich will es nicht rausfinden. Sag mal es so. Da machen wir das einzig Vernünftige. Wir baden im Blut. Wasser. So. Abgewaschen. Bitte. Jetzt. Hallo, willst du mich verarschen? So. Die Schlitten sind irgendwie, die haben ja die Schlitten verbessert, irgendwie soll die Steuerung verbessert worden sein. Ich glaube, dass da eventuell ein bisschen, und was ist das da hinten für ein, das kann ja gar nicht sein, Alter. Da ist eine Barrikade, kannst du mir nicht erzählen. R? Ach lol. Man kann das jetzt ändern. Das ist ja geil gemacht. Wo geht eigentlich gerade das ganze Holz hin, was ich verballere? Ach, das ist eine Wall, deswegen fängt das da hinten an. Na warte mal, dann mache ich aber hier auch. Ist ja nicht schlecht, okay, gut. Dann hier E. E. Na, das ist ja schön, okay, gut. So, und jetzt, stopp, wir speichern. Ich weiß immer noch nicht, warum ich jedes Mal durch die Tür durchgehe, ist einfach so ein Ding. So, wir speichern den Spielstand. Ich setze mich jetzt mal anders hin. So. Ich kann sogar hier durchgehen, gell? Ja, ja, klar. Okay, und jetzt fangen wir an hier. Stamina Mix abzuholzen.
La 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 la. Einen müssen wir uns übrig lassen hier, damit wir auch rauskommen aus der Festung dann. Über den oberen Weg, falls eventuell was passieren sollte. Was Unvorhergesehenes. Aber die oberen Wege, man kann sie nutzen, aber ich nutze ehrlich gesagt wenig. Wo geht der hin? Mit! Wo? Wo? Und vor allem wer? Ah, du. Zwei von du. Die Geräusche sind krass. Ich gehe mal in meine sichere Behausung. Langsam rückwärts. Wir tun so, als ob wir Angst hätten. Doch in Wirklichkeit waren wir übermächtig. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon weg sind. Mach mal den da. So. Das macht den Damen Angst. Habe ich momentan gar nichts. Ich glaube, ich werde dann langsam mal anfangen müssen, Hasen zu essen, weil uns geht sonst die Nahrung aus. Aber ich bin auch blöd, ich kann hier die ganze Zeit Bären essen. Ich muss nur sammeln. So. Covered in Blood. Ich hab doch gerade. Bin ich jetzt covered in Blood, weil der mich angefasst hat, oder wie? Nimm deine schäbigen Griffe von mir! So, wollte ich mal sagen. Also ja, das geht ja gar nicht. Ich könnte theoretisch auch mal ein Reh essen. Ich habe ja noch Rehe im Inventar. Und hier rennen so viele Rehe rum. Wenn die sich wirklich vermehren, dann wird das mit den Rehen bald eine Überpopulation hier nehmen. Aber guck mal, hier die Brücke fehlt ja auch, gell? Oder? Autsch. Okay, hier fehlt wirklich eine Brücke. Wie viele Bären haben wir denn? Wir haben 27. Da kann ich mich erstmal von Bären ernähren, ist auch kein Problem. Von Grizzlybären, Waldbären. Ich bin ein ganz harter Kerl. So. Oh, was haben wir denn da drin, ne? Nanu? Das war's drin? Das war's Nasen drin. Oh, Häschen. Häschen in der Grube. So. Momentan eine ziemliche Hasenüberpopulation, ist aber auch egal. Auch noch, Alter, wie viele Hasen wir haben. Also Hungermangel werden wir bestimmt nicht haben bekommen. Da haben wir viel zu viele Nahrung in Form von Hasen noch hier rumleuchten. Ja, da haben wir Hasen rumleuchten, das ist... Nase kratzen. So. Dann würde ich doch recht gerne weitermachen, muss ich gestehen. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Ah, jetzt haben wir gerade die letzten... Das sind viel größere Wellen, kann das sein? Das sind viel, viel größere Wellen. Als die anderen, die brauchen also auch wesentlich weniger. Und ich glaube, obwohl, nee, den brauche ich gar nicht mehr, den Ast, deswegen hacke ich ihn jetzt auch mal ab hier. Und dann sollte ich es eigentlich voll haben. Wenn der fällt, dann sollte man genug Setzlinge haben. Setzlinge. Genug. Oh, nehme ich mit. So. Stein eingesammelt. Dann sollte man genug haben, um diese Seite der Wahl. Alter, die war ja richtig schnell zu Ende. Ah, wir haben noch 25 für das Ding. Ah, könnte sein, dass das gar nicht so viel ist, was... Wow. Was die Wall kostet. Und dass das doch... Dass das dann doch erst das andere Zeug ist. Das sind echt lange Dinger. Die sind wesentlich besser als die... kleinen hier. Das, die kleinen sind wahrscheinlich dann eher so ein bisschen... Hallo? Krass. Also von der Seite? Keine Gefahr mehr.
Oder haben die es allgemein länger gemacht? Nee, das hier ist nicht so lang, gell? Ich teste das mal aus. B. Improved Wall. Müsste dann ungefähr von hier bis L. So, die geht es da rein. Ja, das sollte hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr braucht oder weniger. Hier müsste da irgendwo noch einer sein, oder? Irgendwo müsste hier noch. Hä? Eigentlich müsste hier noch mindestens zwei liegen, aber egal. Ah, siehst du, da können wir jetzt auch noch mit R. Hier brauchen wir jetzt keine Fenster, deswegen. Das ist geil gemacht, dass man jetzt mit R einfach switchen kann, wenn man schon was hingebaut hat, dass man sagen kann, okay, nee, ich hätte doch lieber das andere. Das ist gut gemacht, finde ich gut. So. Und dann holzen wir uns das hier ab. Alter, wenn das so weitergeht, dann tust du dir wirklich nach und nach wirklich den gesamten Wald hier abholzen und irgendwann hast du einfach alles. Dann gehört dir einfach alles. So. Wäre natürlich wirklich sehr schön. Okay, das trifft mich nicht. Wäre natürlich wirklich sehr schön, wenn man zwischendrin, wenn die Bäume zwischendrin nachwachsen würden, weil es sieht dann doch irgendwie ein bisschen sehr trostlos aus, wenn man alles kaputt macht und dann gar nichts mehr da ist. So, da ist einer und wo ist der andere? Da ist noch einer. Und E und da ist schon die erste Wall. Das geht echt schnell. Da ist die erste Wall schon fertig. Ich würde einfach sagen, ich mache hier oben mal weiter, weil hier oben die ganzen Bäume hier oben brauche ich eigentlich gar nicht. Weil die sind viel zu weit weg. Hier oben baue ich ja auch nichts. Also ich könnte mir maximal mal eine Plattform hinbauen oder so. Aber hier ist nichts, was ich irgendwie beschützen müsste, aufpassen müsste. Die wichtigen Dinge sind ja wirklich von der Seite so da hinten, was da alles kommt. Weil da kommen die alle her. Muss man sich auch merken, wenn man so eine Insel ist, okay, die kommen von da, dann baue ich lieber da was hin. Natürlich könnten die normalerweise dann sagen, okay, der baut da was hin, dann kommen wir von der anderen Seite. Aber es sind Barbaren. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Barbaren unbedingt sehr intelligent sind. Meistens ja doch eher weniger. Habe ich gerade... Mir wäre so, als hätte ich gerade Barbarengeräusch gehört. Bin mir aber nicht sicher. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, weil ich gerade wieder... Ich kann mir gerade vielleicht mal einen Stamina-Mix reinhauen und dann noch ein paar Bären. Ich weiß auch nicht, wie viele Stamina-Mix wir jetzt noch haben und wie viele wir da verbrauchen können. Vielleicht haben wir auch unendlich, kann auch sein, dass es ein Bug ist. Wäre jetzt nichts, was ich, wo ich sagen würde, aber wäre natürlich, gut, wäre natürlich ein bisschen cheaten hier, aber wäre nicht meine Schuld, also wenn da, dann wäre das nicht meine Schuld, nein. Ich würde mal gucken, dass der jetzt in die Richtung fällt, das ist nämlich, glaube ich, wesentlich besser für uns. Da müssen wir nicht so weit, und ich will noch, ich vergesse jedes Mal zu gucken, was diese Plattform da hinten ist, und ich werde da ja auch nochmal speichern, einfach zur Sicherheit. Und was mir gerade aufgefallen ist, es wird gar nicht mehr Nacht. Es ist die ganzen zwei Stunden nicht einmal Nacht geworden. Stimmt. Was ist denn los? Gibt es jetzt hier realistische Tage oder wie ist das gemacht? Das ist mir jetzt gerade erst... Es ist die ganzen zwei Stunden nicht einmal Nacht geworden. Da liegt noch einer. Und im Wald liegt auch noch einer. Da sollte man die Wald hier auch dann fertig kriegen. Moment, wo ist der hin?
Verstecken kannst du den, ich hab dich gesehen, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Es kann ja nicht sein, bis du siehst die Dinger, dann kommst du zurück und dann sind sie weg. Da ist er. Die haben früher viel schöner geblinkt. So, und jetzt noch einer. Ich weiß, dass hier vorhin im Wald einer lag. Ich nehme ganz kurz. Ich will nicht den Speer nehmen, ich will den Stock nehmen. Um hier mal ein bisschen was abzuholzen, aber... Ach ja, das haben... Irgendwie haben gewisse Dinge haben jetzt Lebensanzeigen, habe ich auch gelesen. Hier muss doch irgendwo... Sieht man die Plattform zum Beispiel schon wieder nicht. Hier war doch vorhin noch ein Baumstamm, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Na, komm. So. Ich hab den vorhin hundertprozentig hier reinrollen sehen. Ich hab den noch nicht wieder aufgenommen. Puh, wisst ihr was, dann ist mir das auch egal. Dann fällt ja halt der nächste Baum. Wir brauchen eh noch genug Holz. Hallo. Hallo? Ah, jetzt. La 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 la. Hab ich denn gerade... Federn habe ich keine dabei, leider. Ich sollte auch mir angewöhnen, die Eingeborenen trotzdem weiter zu zerkloppen, weil wenn der Bug mit dem 10 immer noch da ist, was ich da gehört habe, dann brauchen wir mal wieder neue Zähne. Der fällt perfekt. Na, holla, die Waldfee, der ist geil gefallen. Dann machen wir gleich hier drüben weiter. Das mache ich auch wieder zum Window. Na gut. Kann man ja eigentlich noch... Soll ja irgendwie gehen, aber irgendwie schaffe ich es nie. Hier ist noch einer. Ah, da habe ich auch schon was eingebaut, okay. Ich schau mal den hier kaputt. Der liegt gerade so schön im Stein drin. Ich glaube aber, der wird gleich zerspringen. Wenn die Bäume im Stein sind, dann haben die manchmal die Angewohnheit, dass die einfach boom, in alle Richtungen zerspringen. Ich gucke auch gerade nach Eingeborenen nebenbei. Und wir haben schon ewig keine... Also Lurche irgendwie kriegt man gar keine mehr. Die sind irgendwie schneller geworden. Nacht wird es nicht mehr. Der wird auch sehr geil. Wo steht jetzt Einbau, ist mir eigentlich relativ egal. Ich weiß, dass ich die gerade... Ah, da liegt noch einer genau vor der Haustür. Ich weiß, dass ich die gerade in den Turm eingebaut habe. Den braucht er mir nicht erzählen. Obwohl es vielleicht für mich schlauer wäre, wenn ich sie vielleicht nicht in den Turm einbaue. Sondern mir erstmal... Da liegt keiner mehr. Mir erstmal eine gewisse... Basis hier schaffen. Nachteil an den großen Wallen ist natürlich, die sind erst fertig, wenn du wirklich alles drin hast. So, speichern wir nochmal ab. Jo. Oh, da liegen Zähne. Ah, die sind da reingerannt, die Idioten. Can't carry any more sticks, low energy. So, weg damit. Dafür noch 5. Dann kann ich den Stick da mal aufheben. Dann mach ich den, komm, mach ich den Spaß einfach fertig jetzt. Ist mir auch egal. So. Dann haben wir das nächste fertig. Ich weiß nicht, warum wir jetzt 2 stehen. Ist mir auch relativ egal. So. Das ist auf jeden Fall eine geile Hütte, Alter. Wenn die fertig wird, die wird viel geiler als die andere. Jo. Dann nehme ich am besten den immer noch weg.
Weil der steht auch so sehr nah an der Base. Ich würde gerne um die Base herum so einen kleinen Rand haben, dass da nichts geschieht. Alter, die Aufnahme wird so gigantisch. Ich werde dann das mal rendern müssen. Ich muss halt eigentlich in die Stadt. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe mit der Stadt, wenn ich jetzt noch so viel aufnehmen muss. Snack können wir essen, eine Beere können wir essen. Stamina Max esse ich nachher, der füllt viel zu viel auf. So. Alter, die Base wird so geil. Freunde, die Base wird einfach geil. Kann man nicht sagen. Wo? Der fällt eher ungünstig. Ist aber auch egal, kann ja nicht jeder Baum günstig fallen. Oh, da hab ich... Das muss ich erzählen. Da hatte ich... ja, jetzt Zeitung gelesen, bla bla. Ich hatte das Ding so, da hatte ich jetzt mal Zeitung gelesen, also das war so spannend. Nee, da habe ich Zeitung gelesen und da war so traurig eigentlich. Mann und Sohn haben versucht... Oh. Ich hab, da mache ich mir hier draus. Noch einen zweiten Eingang. Mann und Sohn, also Vater und Sohn hatten wenig Geld in einem Dorf verdient und hatten versucht, sich dann irgendwie noch ein Einkommen zu schaffen, ein zweites. Und da haben die Bäume geholzt. Und dann ist wirklich, das waren somit die fleißigsten im Dorf, so was da so stand in der Zeitung. Und dann ist wirklich beim Baumfällen, hat der 18-jährige Sohn einen Baum gefällt, alles okay, alles schön. Und was nicht bedacht wurde in dem Moment, der Baum ist so gefallen, dass er auf einen anderen Baum draufgestürzt ist und dass der andere Baum den Vater erschlagen hat. Das fand ich so böse, wenn du da als, schau mal, du siehst als 18-jähriger Sohn, alles ist schön, du siehst, wie der eine Baum in die schöne Richtung fällt. Und dann vielleicht in der Schrecksekunde... Und dann vielleicht in der Schrecksekunde merkst du noch, scheiße, da ist ein anderer Baum und der Baum kracht da genau rein. Das kriegst du vielleicht vorher gar nicht so mit, ich weiß ja nicht, ich kenne mich mit Holzfällen nicht aus, ob man sowas vorher planen muss oder so, aber ich denke schon, dass man sowas vorher planen muss. Aber wenn man es halt nur so macht, um sich schnell was dazu zu verdienen, ich weiß nicht, ob man... Oh, fuck. Ja, ja. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so die... ob die jetzt so die Ahnung hatten, bestimmt eine gewisse Ahnung brauchst du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach so in den Wald gelassen wirst und so, ja, mach ruhig, wenn dir was passiert, hast du Pech gehabt. Wisst ihr, was das ist?